Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Im Kapitel Augen geht es um bakterielle Infektionen der Augen und als erstes werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach vorgestellt. Und als erstes geht es um Antibiotika, in Klammern Augensalben, Augentropfen. Und da gibt es zwei geeignete, nämlich Gentamicin und Kanamycin ohne Konservierungsstoffe. Die sind grün geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Und dann gibt es hellgrün Gentamicin konserviert. Hellgrün auch geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Die danach kommen, sind alle mit Einschränkung geeignet. Und danach kommt ein erläuternder Text. Das Ganze ist etwas länger als eine Seite. Ich lese vor. Antibiotika in Klammern Augensalben, Augentropfen, Klammer zu. Antibiotika bekämpfen bakterielle Infektionen sehr wirksam. Gentamicin, Kanamycin, in Klammern jeweils unkonserviert, Klammer zu. Die Bewertung grün, geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Dann gibt es Gentamicin, in Klammern konserviert, Klammer zu. Die Bewertung hellgrün, auch geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Levofloxacin, Moxifloxacin, Ofloxacin, in Klammern jeweils unkonserviert, Klammer zu. Mit Einschränkung geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Nur wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirksam sind. Bei ungezieltem Einsatz besteht das Risiko der Resistenzentwicklung. Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin, in Klammern jeweils konserviert. Die Bewertung gelb, mit Einschränkung geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Nur wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirksam sind. Bei ungezieltem Einsatz besteht das Risiko der Resistenzentwicklung. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. Und dann gibt es Azithromycin, in Klammern unkonserviert, Klammer zu, mit Einschränkung geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Nur bei Infektionen durch atypische Erreger wie Chlamydien, wenn eine Behandlung mit Antibiotika zum Einnehmen noch nicht erforderlich ist. Dass Azithromycin bei eitriger Bindehautentzündung besser wirkt als geeignete Mittel, ist nicht ausreichend belegt. Bei ungezieltem Einsatz besteht das Risiko der Resistenzentwicklung. Oxytetracyclin, in Klammern unkonserviert, Klammer zu, mit Einschränkung geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen, nur bei Infektionen mit Chlamydien. Fusidinsäure, in Klammern konserviert, Klammer zu, gelb, die Bewertung, mit Einschränkung geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen, nur bei Infektionen mit Staphylokokken. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. Der erläuternde Text.
Bei Augeninfektionen sind die Antibiotika Gentamycin und Kanamycin erste Wahl. Sie wirken gegen viele Bakterien, die bei Augenerkrankungen eine Rolle spielen. Beide Wirkstoffe gelten als geeignet, wenn sie in konservierungsmittelfreien Produkten vorliegen. Konservierte Produkte werden als auch geeignet eingestuft. Ein noch breiteres Spektrum an Erregern erreichen die Antibiotika Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin und Ofloxacin. Antibiotika, die auch innerlich angewendet werden, sollen wegen der möglicherweise schnelleren Resistenzentwicklung nicht auch äußerlich verwendet werden. Aus diesem Grund, aber auch wegen der Allergieentwicklung, werden Mittel mit den genannten Wirkstoffen als mit Einschränkung bewertet. Azithromycin soll vor allem zur Behandlung von Infektionen mit atypischen Bakterien wie Chlamydien angewendet werden. Daher wird es für die allgemeine Anwendung bei bakteriellen Augeninfektionen als mit Einschränkung geeignet bewertet. Mit Fusidinsäure kann nur eine spezielle Gruppe von Bakterien, nämlich Staphylokokken, wirksam bekämpft werden. Mit Oxytetracyclin nur Infektionen mit Chlamydien. Daher werden auch diese Mittel bei allgemeinen bakteriellen Infektionen als mit Einschränkung geeignet bewertet. Wichtig zu wissen: Während der Behandlung mit Oxytetracyclin sollten Sie keine Sonnenbäder nehmen. Nach der Behandlung mit Antibiotika kann sich eine neue Infektion entwickeln, die durch Pilze ausgelöst wurde oder durch Erreger, die gegen das verwendete Antibiotikum resistent sind. Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin und Ofloxacin wirken im gesamten Körper und können ernsthafte Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Diese sind auch bei der Anwendung der Wirkstoffe am Auge nicht auszuschließen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Azithromycin, Fusidinsäure und Gentamycin können nach den bisherigen Erfahrungen während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Nicht dagegen Oxytetracyclin. Für die übrigen Antibiotika gibt es für die Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichenden Informationen. Sie sollten daher nur zum Einsatz kommen, wenn besser zu beurteilende Wirkstoffe ausgeschöpft sind. Es geht weiter mit Antibiotika und Glukokortikoide. Das sind Augensalben und Augentropfen. Und die sind alle rot bewertet, wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen, nicht sinnvolle Kombination. So.